bei Adam sucht Eva für Gina Lisa Loving gerade ihre Silikonbrüste spazieren. Doch sie weiß auch mit ihren Stimmbändern etwas anzufangen. Was auch immer das sein mag. Jedenfalls bekommt man es nun auf ihrer neuen Single Boulevard zu hören. Was ist Gina Lisa Loving eigentlich von Beruf? Model? It Girl? Reality-TV-Teilnehmerin? Ja, das mag alles Teil ihres Auskommens sein. Doch tatsächlich ist sie auch Sängerin. Echt jetzt? Schon 2010 sang sie in ihrem Song Alles klar Zeilen wie Lass uns abgehen, abdrehen, nackte Haut sehen. Und auch mit ihrem Ex-Kumpel Florian West trat sie für Coverversionen der Eurodance-Kracher Barbie Girl und Tarzan und Jane vors Gesangsmikro. Die nackte Haut von Gina Lisa gibt es derzeit bei Adam sucht Eva zu sehen. Vermutlich ist es deshalb auch nicht ganz zufällig, dass just vor dem Finale der RTL-Show der neueste musikalische Egus der 32-Jährigen auf den Markt kommt. Bei Instagram rührt Gina Lisa schon seit Tagen die Werbetrommel dafür. Das Cover meiner neuen Single. Ich raste aus. Schrieb sie etwa zu der Songhülle, auf der sie sich wiederum weitgehend hüllenlos präsentiert. Und auch eine Kostprobe des Liedes, das die Menschheit dann ab Freitag in voller Länge genießen darf, gab es bereits zu hören. Gina Lisa. Ein Textauszug gefällig? Ich nehme einen Biss von der verbotenen Frucht. Ich gebe keinen Fick, hol mir die Krone zum Schluss. Gina Lisa, auf Straße die Diva, nicht adoptiert, trotzdem Queen, ja. Kauft ihr weiter Boulevard, ja. Ich laufe auf ihm mit Louboutins, ja, trällert uns die Hessin ins Ohr. Ach, soll sie mal krächzen. Hört doch eh keiner hin, mag sich manch einer nun denken. Doch ganz so sicher sollte man sich da nicht sein. Bestes Beispiel dafür, dass wirkliches Gesangstalent oft keine Rolle spielt und Sex sowieso immer sells, ist in jüngster Zeit wohl Katja Krasavice. Die Promi-Big-Brother-Teilnehmerin und YouTube-Größe mit Pornoscham platzierte mit Doggy, Dicke Lippen und Sextape zuletzt drei Songs in Folge in den deutschen Top 10. Wer kann schon vorhersagen, dass das bei Gina Lisa wirklich schlechter läuft?